Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, ich habe echt derzeit so viel Pech, das kann man gar nicht glauben, weil ich habe jetzt gerade aufgenommen 40 Minuten und hat eigentlich super ausgeschaut und dann gucke ich mir die Videos im Schnitt an und dann ist das alles Standbild. Ich habe den Ton, ich habe die Minecraft-Geräusche, wunderbar, aber das Bild ist Standbild. Ja. Toll, toll. Ist das nicht toll? Das ist schon toll. Also ich finde das voll toll. Und ja, jetzt gebe ich euch mal eine kleine Zusammenfassung, was sich hier jetzt in diesen 40 Minuten getan hat. Wir haben ein bisschen gefarmt und haben hier begonnen, uns die Handwerkstatt nicht begonnen. Ja, sie ist eigentlich jetzt mal im Großen und Ganzen fertig. Ich habe sie teilweise übernommen aus der letzten Season. Und dann werden wir halt heute ein bisschen weitermachen, noch ein bisschen was farmen gehen. Jetzt wollte ich Jetpack anmachen, wie in Space Engineers, aber ja. Das ist immer so ärgerlich. Da könnte ich immer auszucken. Aber ja, kann man ja eh nichts machen. Muss man akzeptieren. Ist ja so. Gut, dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Dann beginnen wir jetzt mit dem Gang. Dass wir den mal fertig kriegen. Und dann in den nächsten Folgen werden wir nochmal minen gehen und schauen, dass wir Diamanten finden. Gibt es das eigentlich eh noch? Diamanten, was da alles dabei steht. Weil wir werden den nicht so irgendwie herstellen, sondern aus dem guten alten Kohlebrocken. Yes. Haben wir da eigentlich... Beziehungsweise habe ich da den richtigen, ja, passt. So, das ist immer so ärgerlich, das sage ich euch, das ist ein Wahnsinn. So, ich werde jetzt nochmal kurz kontrollieren, ob das jetzt alles passt und wir sehen uns gleich wieder. Ja, also das hat jetzt eigentlich hingehaut. Schauen wir mal. Das ist, ja, gut. Haben wir noch Gerüste? Jo. Haben wir, wenn wir uns da jetzt mal wohl eine schöne Erdentreppe nach oben. Gut. Jetzt bin ich erst wieder. Ach Gott. Ah, hier mal. So. Dann kommt das ja genau. Super. Ich werde der perfekte Baumeister. Ich komme überall perfekt hinauf. Dann hätten wir hier den Gang, der wieder die Höhe von der Werkstatt hat. So, genau. Das schaut dann das, was wir da wieder drüber gucken. Ein bisschen so ein Vordach haben. Und hier geht dann das Ganze weiter. Vielleicht mal schauen, ob wir da nicht ein paar kleine Eckenkanten hineinbauen werden. Hier lassen wir den Pfeiler. Das heißt, das kommt mal so in dem Sinn weg. Und hier oben rennt der Hauptstützpfeiler. Ah, jetzt haben wir wieder keinen. Ah, ich hab doch was gebraten. Ne? Mal gucken. Yes. Naja, ein bisschen was haben wir ja noch von der letzten Folge über. Gut, dann machen wir noch ein bisschen da. Limestone haben wir dabei noch. Das reicht. Ja, was habe ich denn so alles gequatscht? Ja. Ich werde viel aus Season 1 übernehmen. Ein paar Sachen aus Season 3. Wir werden keinen Keller bauen, alles großteils in Gebäude. Und sein, dass wir das letztens höher hatten. Naja, brauchen wir eh nicht so hoch. Passt schon. Da haben wir da auch die vier Abstände. 1, 2, 3, 4, genau. Nehmen wir da auch wieder vier Abstände. 5 wird nicht reichen. So
das Erdengerüst her und dann ein Gerüst. So tun wir Gerüst bauen. Hab ich gehört. So, 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und da haben wir dann den Gang. Das kann schon eins sein. Das wirkt dann, glaube ich, besser, wenn das zumindest im einem ist. Dann machen wir wieder einen Sprung. Genau. So stelle ich mir das vor. Jetzt muss ich echt wirklich jedes Mal kontrollieren. 5 Minuten aufnehmen, kontrollieren, passt die Aufnahme. Weil, ja, das Pech, was ich zurzeit habe, da muss ich das, glaube ich, jetzt wirklich machen. Sonst kann ich alles immer 5-mal aufnehmen und das ist halt auch nicht das Wahre. Weil da fehlt mir ja dann halt immer diese 20 oder jetzt gerade 40 Minuten. Und das ist halt dann immer ärgerlich. Freue mich schon auf meinen neuen PC. Ich hoffe, der wird sich bald erfüllen. Mein Wunsch danach. Ja, dauert noch ein bisschen. So, jetzt haben wir wieder kein Material. Super. Dann können wir ein bisschen Limestone auslegen gehen. Wie weit machen wir denn das Ganze? Ja, ich möchte, dass da den... Wir werden jetzt ein bisschen terraformen. Ich möchte das so ein bisschen mir so anlegen, dass das ein bisschen cooler ausschaut. Lava könnten wir auch mal zwischendurch holen. Ein Mistkübel wäre echt fein. Das Eisen liegt noch drinnen. Sollte eigentlich da drin kugeln. Genau. Dann reparieren wir das einmal. Kann man gleich komplett. Die richten wir uns auch her. Beziehungsweise bauen wir es jetzt eh, dass wir hier da ein bisschen graben. Da werden wir das ein bisschen untergraben. Vielleicht bauen wir auch so einen kleinen Staudamm. Irgendwo. So, das füllen wir jetzt mit Wasser auf. Damit wir da auch so einen kleinen See haben. Okay. Hallo Pferdchen, wie geht's dir? Ich glaube nicht so gut, ne? Guck, 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 guck. Bräuchte man den Filler, wäre es einfacher. Ah ja, man kann halt am Anfang nicht alles haben. Was ich auch gesagt habe, war einerseits, dass wir halt hier genau überm Wasser sind. Dass wir vielleicht irgendwo einen Sprung reinmachen. Das müssen wir halt dann noch gucken. Da habe ich natürlich alles verbaut. Ach Gott. Was ist Pferd? Ich kann auch nichts dafür. Ich muss auch hier arbeiten. Ja, so stelle ich mir das. Aber denke ich schon, ist schon fertig, ne? Perfekt. Da werden wir danach noch ein bisschen den Lehm ausgraben und so weiter. Du kommst hier schon raus. Ich glaube an dich. Genau, weil dann können wir da schön drüber bauen. Und haben dann hier so ein kleines Gebiet. Haben wir jetzt eigentlich genug Setzlinge? Von der Schwarzeiche. Die droppen. Ah, ich bin noch nicht fertig. Da fallen sie vom Himmel. Zack, 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 zack. Liegen noch welche? Ne, mal schauen, ob wir noch welche haben. Weil ein paar brauchen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt haben wir da wieder natürlich das Chaos. Puh. Oh nein, das sind die falschen. Jetzt schmeiße ich die Knochen weg. Super. Warum pflanze ich die nicht eigentlich gleich hier? Warum nicht immer so weit laufen? Wachsen die alleine auch? Nein, gell? Die wachsen das einzige nicht alleine. Die Dschungelbäume schon, aber die nicht. Na, egal. So. Dann kann man den... ausleeren gehen. Gut.
Perfekto. Jetzt sind schon wieder finster. Wir könnten auch derweil, wie viel Stein haben wir noch, da mal die Hälfte wegnehmen. Und am Dach da das gleich soweit fertig machen. Dass wir das fertig haben. So. Wunderbar. Es wird dann auch wieder dann so ein Batterieraum kommen, wo dann die Batterien drin sein werden. Aber jetzt gibt es ja, glaube ich, von Mechanism auch nochmal ordentliche Batterien. Da wird es dann wahrscheinlich ein eigenes kleines Kraftwerk geben. Aber ja, das ist noch ein bisschen weit entfernt. Deswegen werden wir uns dann einmal mit den normalen Ender-IO-Sachen begnügen. Ob ich jetzt wirklich immer diese besten Sachen nehme, das ist auch, ich nehme oft Sachen lieber, die besser ausschauen, als wie jetzt Sachen, die effektiver sind. Ich weiß nicht, es muss nicht immer alles effektiv sein. Bei mir zählt auch manchmal echt die Optik. Und dann verzichte ich schon mal auf die Effektivität. Qualität statt Quantität. So. Arbeiten bei Nacht ist das Schönste. Ja. Nach der Aufnahme werde ich mich dann gleich mal vorbereiten, weil heute ist ja so mein erster Bau-Livestream. Ich nenne das wirklich jetzt einfach Bau-Livestream aus Space Engineers. Das heißt, wer sich für Space Engineers interessiert, kann gerne mal vorbeischauen. Wie das dann alles im Endeffekt wirklich abläuft, muss ich mir echt mal anschauen. Normale Livestreams, ja, kenne ich, mache ich, aber das ist halt dann nochmal was anderes. Wo ich jetzt nicht die ganze Zeit am Mikrofon sitze. Ah ja, lassen wir uns überraschen. So, passt. Passt, passt, passt. Strom wird generiert. Jetzt können wir hier mal die Pfeiler hochziehen. Ja. Mal dann noch ein paar Steinchen. Müssen wir von da drüben machen. Krabbel, krabbel, krabbel. Können wir eh schon drüber gehen. So. Der kommt da, machen wir das kurz so. Der kommt dann da drauf. Vorteil ist, man kann hier halt, ich vergesse immer, dass ich hier noch nichts eingestellt habe, dass ich auf Shift oder auf Steuerung irgendwo sprinte. Deswegen sneak ich jetzt die ganze Zeit. Und kommen hier wieder nicht hoch. Ja, hier haben wir auch schon einen Standpfeiler gebaut, der halt das tragende Element dieses Hauses sein wird. Aber ja. Irgendwie, ich weiß nicht, wie Minecraft wäre, wenn es wirklich wirkliche Physik geben würde. So, man kann nur, es gibt glaube ich Mods, die das machen. Aber ich glaube, das nimmt einem auch viel. Wo man wirklich sagt, man kann Holz nur 3 Blöcke weit bauen, dann bricht das zusammen, wenn das nicht verbunden ist. Ich glaube, irgendwo habe ich den schon mal ausprobiert sogar. Ah. Klick, klick, die Klick. Genau. Das geht dann da weiter, aber ob man dann, die große Fabrikhalle. Die ist ja dann da immer weitergegangen, glaube ich. Mal dann schauen. Die werden wir auf jeden Fall noch relativ offen lassen. Wie wir die dann bauen werden. Schauen wir mal, dass wir. Jetzt bin ich wieder runterkupft. Dass wir das von da weg mal bauen, weil vielleicht machen wir da so ein L. Brauchen noch einen Bereich fürs ME-System. Weil das kommt jetzt nicht alles in den Keller. Weil ich eben erstens hier keinen guten Keller zusammenbekomme.
Weil wir ja hauptsächlich über Wasser sind. Und deswegen haben wir gedacht, wir werden das alles in so einem Komplex, so wie in Season 1 wieder, auf so einer Terrasse, wo dann halt eben alles so irgendwo seinen Platz hat. So wird sich das dann hier abspielen. So, das wird dann wahrscheinlich so, so ein Mittelträger, der das Ganze hält. Dann machen wir, ja, jetzt haben wir schon wieder fast nichts. Weil hier geht es dann weiter unten weiter. Da geht es wieder auf dem Niveau weiter. Da sitzt halt der Pfeiler dann blöd. Mal kurz überlegen. Ach, immer dieser Fallschaden. Weil hier ist ja eigentlich dann zu. Ja, hier habe ich. Ich habe gewusst, irgendwo habe ich die falschen Blöcke platziert. Dann war das hier. Weil hier wird die Wand auch zu, weil hier kommt dann wieder der Stiegenabgang hinunter. Also wir haben ja keinen. Obwohl, wir könnten wirklich hier so einen kleinen Keller zumindest. Wir brauchen einen. So weit einen Keller bräuchten wir eigentlich schon. Überhaupt. Ja, woher mit den Ender-IO-Kabeln, die gibt es eh noch, ne? Ja, die gibt es eh noch. Dann können wir da eh ein bisschen schummeln, sage ich jetzt einmal. Weil wir haben ja eigentlich keinen Platz drunter und wir müssen schon einige Kabeln verlegen. Das wird noch eine Menge Arbeit werden. Wie gesagt, ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht beispielsweise hier, weil wir eben genau über dem Wasser jetzt sind, ob ich nicht hier irgendwo sage, hier knicke ich, hier mache ich eine Rampe und gehe nach oben. Mach's da noch ein bisschen länger. Wäre vielleicht auch cool. Können wir mal kurz ausprobieren. Ein paar Sticks haben wir. Könnten wir ja fast mal ausprobieren. Die macht man. Genau, das war so. Und so. Ein paar Sachen weiß ich ja noch. Was man sagt. Keine Ahnung. Hier. Hier hat man dann die Rampe. Und da ist man dann am neuen Niveau. Und geht dann natürlich dann am Dach auch nach oben. Wäre es hier schon, ja, hier wäre es echt gut, weil hier könnte man dann unten schon, da könnte man jetzt zumindest eins nach oben gehen. Oder mit Stufen, mit Slabs oder. Hammer, wir brauchen den Hammer. Irgendwas werden wir da machen. Wir werden da, glaube ich, nach oben gehen. Wir werden das dann in der Werkstatt auch irgendwie designtechnisch umsetzen. Da zerbrechen wir uns nächstes Mal den Kopf drüber. Ob wir da nicht auch irgendwie einen kleinen Sprung nach oben könnten. Oder man macht es halt so. Oh, Hammer. Macht es dann so, ne? Obwohl, da schaut, glaube ich, die Rampe besser aus. Da frage ich mal euch, was sagt ihr? Machen wir eher eine Rampe? Oder die Slabs oder eine normale Stufe? Oder einen Kollapsblock auf zwei Blöcke aufgeteilt? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Könnten wir eigentlich auch noch machen. Probieren wir einfach alle Möglichkeiten aus. Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Variante davon euch am besten gefällt. Kollapsblock. Der war so, ne? Ja, ein paar Sachen. Weiß ich ja noch. So, dann klauen wir uns hier irgendwo ein paar Blöcke. Stiege werden wir wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, das. Glaubt nie. Dann würde ich ihn aber allerdings fast hier machen. Den ganz nach unten. Und den dann auf die Hälfte. Oder eben so. Ups. Das wäre Variante Nummer 3, die wir machen könnten. Gehen wir noch einen Block. So,
Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Also, so, nun seid ihr an der Reihe. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche der Varianten euch am besten gefällt. Und dann werde ich entscheiden mit euch, welche Variante wir nehmen. Meine Stimme geht wahrscheinlich eindeutig, so wie ich das jetzt hier sehe, an die ganz linke Variante. Die mit den Kollapsblöcken ist zwar um eins länger, aber schaut halt nicht gar so schräg aus. Ne? Das schaut halt ein bisschen besser aus. So, da könnte man dann noch ein paar andere Sachen in die Mitte integrieren. Mir fallen da gerade so viele Sachen ein. Das könnten wir dann in der nächsten Folge. Ich habe da so ein paar Ideen, wie wir diese Werkstatt hier ein bisschen pimpen können und den Gesamteindruck von dem Haus nochmal anders gestalten. Ja, ich glaube, das werden wir auch umsetzen. Das heißt, ich werde die zweite Folge für morgen noch nicht aufnehmen. Das heißt, bitte, wenn ihr dazu was sagen möchtet, jetzt dürft ihr gerne dazu was sagen. Und dann sage ich auch schon danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Ciao!